Hallo meine Lieben, ich freue mich, euch wieder auf meinem Kanal Angel in Soul Readings herzlich begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, ihr hattet heute einen sehr, sehr schönen Tag gehabt, die Sonne auch genießen können und die Wärme, die die Haut berührt hat, das war einfach sehr, sehr angenehm. So, wir haben Neumond. Neumond beginnt am 11. Mai bis 25. Mai. Und da habe ich mir gedacht, wir machen jetzt mal eine Neumondlegung. Gestern hatten wir ein Portal-Tag-Orakel für die kommenden oder aktuellen Portaltage. Und jetzt schauen wir einfach mal, wenn der Neumond nämlich jetzt auch noch mit aktiv ist, diese Kombination ist ja dann eine sehr, sehr starke Energie. Und da würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal rein, welche Energie jetzt aktuell in der kurzen Vergangenheit, sage ich jetzt mal, sehr aktiv bei euch gewesen ist und was jetzt dann Neues in der Neumondphase inklusive den Portaltagen für Veränderungen oder was da eben für Energie ganz, ganz stark sind und wie es da eben aussieht. So, dann schauen wir mal nach. Ich mische mal die Karten und da würde ich sagen, schauen wir auf jeden Fall zuerst mal rein, welche Energien jetzt ganz stark für euch gewesen sind. So. Mal schauen, dass wir uns alles hier richtig positionieren. Okay. Also, was euch aktuell sehr, sehr, sehr beschäftigt oder welche Energien eben sehr stark gewesen sind, wir haben hier ganz klar die Hauptperson mit dort liegen, mit in dem Kartendeck mit drin liegen, das bist du und das ist er. Und wenn ich die ganzen Kombinationen jetzt hier so sehe, hat es ganz klar damit zu tun, dass es Beziehungen hauptsächlich mit betrifft, Beziehungen, die beendet worden sind, wo es sehr viel Ärger, Auseinandersetzungen, leichte Depressionen gegeben hat, Misstrauen, also er, sie, ihr habt fast nicht mehr nur noch das geglaubt, was ihr gesehen habt und habt sehr viel Kummer und Zweifel eben auch gehabt. Kummer und Zweifel, was die Harmonie, die Liebe, das Zusammensein, die Verbundenheit, das eben auch mit betrifft und sehr viel Schreck, Unheil, was da auch alles mit vonstatten gegangen ist, ne? Hier ist natürlich auch der finanzielle Aspekt ein kleiner Teil mit dazu mit dabei, aber hauptsächlich betrifft es hier euch beide, Beziehungen, Wunschpartner, Seelenpartner, Dualseelen. Ja. Und es scheint nicht gut gewesen zu sein. Die Energien waren die letzte Zeit sehr, sehr schlecht gewesen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir dann darauf legen, was jetzt der Neumond in Verbindung mit den Portaltagen Neues für euch eben hat. Und ja, die wichtigen Punkte, was auf jeden Fall bearbeitet werden oder was auf jeden Fall ein aussagekräftiges Thema eben auch mit ist, ne, in dieser Zeit. Und das ist immer sehr interessant. Dann schauen wir mal. Also ich muss euch sagen, bis jetzt schaut es sehr, sehr gut aus. Oh Gott, so viel Wärme, Wahnsinn. Also, wir haben hier ganz, ganz klar, was eure Gedanken jetzt in Zukunft, also was jetzt mit euren Gedanken, und das fällt mir gerade ein, es passt perfekt zu den Portaltagen, die das Orakel, was ich gestern gelegt habe, eure Gedanken steuern hier wieder alles. Wunderschön erstmal hier noch mit dazu, ihr habt komplett das Glück bei euch. Die Liebe, es kommt die Liebe auf euch zu, diese Veränderung. Es ist ganz nah, also für einige kann es auch sein, dass es hier ein Umzug eben noch ist, der jetzt hier noch mit in Kraft tritt. Es zeigt auf jeden Fall hier ganz viel Stärke, ganz viel Kraft, kraftvolle Energie, die hier noch mit geballt zukommt. Die Neumondphase, neue Wege, die Veränderung hier. Die Aktivitäten nach Oberlach, Entschuldigung,
Nachrichten, die auf euch zukommen. Und bei einigen, so wie es aussieht, wenn man es hier auch eben sieht, hat es einfach an Kraft, an Stärke gefehlt. Und das hier kommt alles ganz geballt in voller Ladung auf euch wieder zu. Die Verschlossenheit, wie hier eben auch liegt, die Verschlossenheit, die ihr hattet, diesen, ja, nur noch das geglaubt, was ihr wirklich gesehen habt, ist jetzt hier alles komplett frei. Es ist wirklich die komplette Freiheit mit dabei und alles an Positiven kommt definitiv auf euch zu. Und die Verschlossenheit hat hier auch ein Ende und hier ist auch die Herzöffnung zu eurem Glück. Wie gesagt, ihr steuert alles mit euren Gedanken. Es sind, was Partnerschaften betrifft oder wenn ihr jetzt dann, ja, Mann oder Frau in Aussicht habt, sieht es auf jeden Fall so aus, dass ihr Altes hinter euch lasst, offen für einen Neubeginn seid und auf dem Weg der Heilung. Also die Neumondphase gibt euch neue Wege, die Veränderung. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt nochmal in die Kipperkarten von Chiromant Ketty, was die noch mit sagen. Auf jeden Fall schaut es wunderschön aus. Also eine Neumondphase der Liebe, der Herzöffnung und alles am Positiven, was man hier so sieht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, wir legen das einfach jetzt mal hier mit oben drauf. Ach Gott, wie schön. Das große Glück. Und was haben wir hier? Die Veränderung. In den Portaltagen lag es gestern auch, im Portaltagsorakel. Also hier ist eine ganz klare Bestätigung. Ihr seht die Karten jetzt selber. Das Liebesglück, das haben wir hier auch. Also ist es einfach identisch. Die Gedanken deines Gegenübers. Er macht sich wahnsinnig viele Gedanken und er möchte auf jeden Fall auch diese Veränderung. Du wirst es als Geschenk sehen, was Neues auf dich zukommt. Das große Glück ist bei dir. Die Veränderung haben wir hier wieder. Für einige kann es auch sein, dass sie hier zu unverhofftem Geld kommen und ja, vielleicht 10 Euro auf der Straße finden. Kann auch nur ein Euro sein. Das ist ja alles Geld. Und über jede Kleinigkeit sich auf jeden Fall freuen. Aber hier das Liebesglück ist auch wieder da. Ihr kommt raus aus der Verzweiflung. Was wir hier auch haben, diese Kummer, diese Tränen, das ist alles dann beendet. Das liegt hinter euch. Und alles, was ihr geschaffen habt mit euren Gedanken, mit euren Gefühlen, alles am Positiven, wird auf jeden Fall euch dankbar gezeigt. Es werden auch wieder neue Nachrichten, wie es ihr auch seht, Nachrichten auf euch zukommen. Nachrichten, die euch wahnsinnig erfreuen werden. Und wie gesagt, seid einfach offen für alles Neue, was kommt. Die Verschlossenheit an ein Ende und die Herzöffnung ist definitiv da. Alles Positive kommt auf euch zu. Ihr müsst nur einfach ganz fest daran glauben. Was heißt müsst? Es wäre wunderschön, wenn ihr das macht. Und ich kann es euch nur ans Herz legen. Auf jeden Fall der Neubeginn in Beziehungen. Ihr werdet auf Menschen zugehen und nicht an dem Alten festhalten und was gewesen ist, einfach mal an ACTA legen und auf das Neue schauen, offen für Neues sein. So, dann werden wir auf jeden Fall nochmal schauen, was denn das Erzengel-Tarot uns noch zu sagen hat. Die Karten sind so schwierig zu mischen. Oh, da haben wir schon welche. Oh, es sind sogar zwei gefallen. So, dann schauen wir mal, ich zeige sie euch. Ach, wie schön. Mal schauen, ob Sie es sehen können. Genau. So, eine positive neue Erfahrung, erfüllende Liebesbeziehungen, profunde und nachhaltige spirituelle Erkenntnisse. Also wenn das nicht passt wie die Faust aufs Auge. Wen haben wir denn hier noch? Der Stern. Ein Traum wird wahr. Glaube an dich. Das Ende einer schwierigen Situation. Also wie ihr es hier seht, alles Schwierige, was ihr hattet, die Kummer, die Tränen, all die Sorgen, diesen Schreck, was alles gewesen ist, die ganzen schwierigen Situationen,
Ist alles beendet und ein Traum wird jetzt wahr. Ihr seht selber, was hier alles liegt. Und ihr könnt es ja auch selber lesen. Das Liebesglück, das große Glück, es ist alles bei euch. Legt die hier mal mit dazu. Dann schauen wir doch da einfach nochmal in das Liebesorakel mit rein. Wahnsinn. Neuanfang. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Also ihr Lieben, haltet mal ganz fest an euch und eure Liebe fest und glaubt an das Gute. Glaubt auch an das Gute im Menschen und geht freudig und offen auf das Neue zu. Nehmt dir die Veränderung, nehmt sie wahr. Ich wünsche euch auf jeden Fall von ganzem Herzen. Habt Vertrauen zu euch. So, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.